So, hallo, hier ist wieder René von Immobilien leicht gemacht. Heute mit einem aktuellen Thema, ich nenne es mal verpasste Chancen, weil ich fahre nämlich gerade aktuell durch Magdeburg durch, beziehungsweise bin da gerade durchgefahren und tue mich gerade ziemlich über mich selber ärgern, weil ich da vermutlich eine Chance verpasst habe. Darum soll es heute im Video gehen, einfach mal eine kurze Reflexion mit den Erfahrungen, die ich mit Magdeburg gesammelt habe. So, ich bin jetzt gerade beruflich in Magdeburg unterwegs und habe jetzt gerade das Glück oder Pech, dass ich mal durch die Stadt durchgefahren bin, weil ich jetzt zu unserer Niederlassung muss, die etwas auswärts ist, habe in Magdeburg genächtigt und fahre da jetzt gerade einfach mal mit dem Auto laut Navi durch Magdeburg durch und entdecke da gerade total schöne Seiten. Was hat das in mir ausgelöst? Ich habe vor ungefähr einem anderthalb, zwei Jahren war ich schon mal kurz in Magdeburg wegen dem beruflichen Termin. Spatenstich, neuer Standort angeguckt etc. War so ein Stück weit der Auslöser und zum damaligen Zeitpunkt hatte ich eine kurze Multimomentaufnahme, die einerseits mir in Magdeburg, weil ich da vom Norden von der Autobahn zwischen Berlin und Hannover nach Magdeburg gefahren bin, wo ich dachte, wow, was ist das für eine unschöne Stadt? Einfach mit dem Hintergrund, weil die Einflugschneise über diese Schnellstraße, von der man im Norden reinkommt, sehr durch so Plattenbauten, DDR-Plattenbauten etc. geprägt ist und sicherlich das jetzt nicht zwangsweise das ist, was mir jetzt persönlich gefallen würde. Zumindest war der erste Eindruck eher überschaubar. In der Innenstadt ging es dann weiter, als sehr viel Neubausubstanz zu sehen war, die zumindest entweder nach der Wende oder zumindest zu DDR-Zeiten gebaut worden ist. Zumindest war recht wenig Altbausubstanz vorhanden. Ich hatte damals einfach mal geguckt, wie sind die Objektpreise bei Mehrfamilienhäusern, bei Eigentumswohnungen in Magdeburg, fand das damals schon mal sehr spannend, unter anderem auch deswegen, weil die Kollegen und Jungs von Immocation Magdeburg als eine ihrer Top-Metropolen zumindest mal deklariert hatten, was sowas wie Dynamik-Ranking, Kaufpreis-Mietverhältnis, Quadratmeter-Kaufpreis betroffen hat. Und ich wollte das für mich in dem Moment, weil ich da zufällig war, einfach mal überprüfen. Konnte da auch zwei, drei sehr gute Angebote von Mehrfamilienhäusern finden, allerdings im Altbaugebiet, was ich mir dann auch von außen angeschaut hatte, was dann wiederum sehr schön war und zumindest bei mir erzeugt hatte, dass ich erstmal ein grundlegend positives Bild über Magdeburg dann nochmal generiert hatte, nachdem der erste Eindruck erstmal eher zurückhaltend bis negativ gewesen ist. Wie es dann so ist, auch ich verfolge natürlich den einen oder anderen Kollegen bei YouTube, Investmentbank, Immocation, Vermietertagebuch etc. Und die Erkenntnis war dann damals eigentlich, weil dann doch auch viele Gegensprecher waren gegen solche sogenannten C- und D-Lagenstädte wie Magdeburg, speziell ausgelöst wegen Demografie, liegt in der Pampa etc. Muss ich ganz offen gestehen, habe ich damals kalte Füße gekriegt, habe das Thema nicht weiter verfolgt. Nach einer ersten kurzen Anfrage bei der Bank, die das durchaus finanziert hätte damals in diesem Rahmen, in dieser Größenordnung, habe ich auf jeden Fall einfach einen Rückzieher gemacht, habe es weiter verfolgt. War eine Kombination aus ziemlich persönlicher Angst kombiniert mit den Aussagen von dem einen oder anderen Kollegen, die natürlich eher A-Städte präferieren und in Anführungsstrichen diese Häuser in der Pampa oder in solchen Dreckslagen, wie es häufig ja von denen benannt wird, um jetzt mal so ein bisschen Zitate aufzugreifen. Sage jetzt mal, werden zumindest diese Gegenden halt immer recht schlecht geredet. Gut, jetzt ist, was ist heute Morgen passiert? Ich bin heute Morgen jetzt dann durch diese Stadt gefahren, weil ich da einfach Richtung Süden auf die Autobahn musste und stelle auf einmal fest, ich sehe Altbaugebiete, total top saniert, ich sehe Villengegenden, ich sehe auf einmal schöne Marktplätze, wo sich Restaurants und Menschen tummeln in der Form, sehr gut sanierte Substanz etc. Im gleichen Zug hat sie nicht jeder von euch ja mitbekommen, will sich hier mit Intel, ein großer Chip-Hersteller, platzieren.
wir selber oder beziehungsweise die Logistikbranche ist ja stark vertreten, die Pharma, Healthcare-Branche ist in der Gegend stark vertreten und Magdeburg stellt natürlich aus der geografischen Lage, dass sie zwischen Berlin und Hannover liegen, auf jeden Fall erstmal einen ganz guten Mittelweg dar, dass man natürlich in beide Richtungen auch noch ziemlich schnell kommt, und zwar sowohl privat, wenn man jetzt im Auto unterwegs ist, oder auch logistisch, schrägstrich industriell, wenn man über irgendwelche Warenströme nachdenkt. Jedenfalls war es dann so, dass ich mich heute Morgen, das war dann eigentlich schon morgens um 7, als ich da beim Sonnenaufgang so ein Stück weit durch die Stadt gefahren bin, dachte ich so nach dem Motto, so ein Shit, warum hast du Volldepp mehr oder weniger da damals nichts gekauft? Weil natürlich, nachdem ich jetzt dann direkt mal nebenher gegoogelt hatte, wie die Preise sich jetzt sich entwickelt haben, ist natürlich in den letzten 2 Jahren auch wieder ein Trend nach oben gewesen, was natürlich erzeugt, dass die Preise bzw. die Kaufpreis-Mietfaktoren sich verschlechtert haben in Relation zu dem, was vor 2 Jahren auf jeden Fall der Fall gewesen ist. Was ist aber ein Stück weit die Erkenntnis erstmal für mich, da ich halt unter anderem selbst in Ostlagen auch investiert bin, möchte ich euch einfach nochmal den Hinweis mitgeben, guckt euch Videos und Erfahrungsberichte an, die zum Beispiel jetzt ich oder andere Immobilienkanäle produzieren und euch erzählen, aber, und das ist nicht der Fehler von mir gewesen, überprüft gewisse Dinge selber, indem ihr mal Kennzahlen von der Stadt oder von der Region, von Wirtschaftsertragskraft, Bevölkerungsentwicklung etc. überprüft, guckt euch solche Städte wirklich physikalisch mal selbst an und guckt, ob euer Bild zu dem passt, was ihr wahrnehmt, im Sinne von Lebensfreude, Energie in dieser Stadt etc. Und da wird man sehr häufig feststellen, und da will ich jetzt ganz bewusst auch dem einen oder anderen Kollegen, Immobilienguru widersprechen wollen, dass solche D-Lagen nicht so D sind, wie sie immer dargestellt werden. Aus einer gewissen Perspektive natürlich von Kennzahlen ja, aber jede dieser D-Lagenstädte, sei sie nur 20.000 Einwohner groß oder mag sie 300.000, 400.000 Einwohner haben, hat in sich selber enorm schöne Ecken, hat eine in sich funktionierende Subwirtschaft oder Regionalwirtschaft, die funktioniert, hat vom Prinzip her diverse Dienstleistungsangebote, hat Angebote im Bereich von Freizeitgestaltung und Natur und Umwelt. Und wenn ihr diesen Impuls mal spürt, dann werdet ihr durchaus feststellen, dass sogenannte C- und D-Lagenstädte durchaus sehr, sehr reizvoll sein können. Aber gleichzeitig die große Chance sich bietet, mit einer etwas höheren Rendite gefühlt gute Geschäfte zu machen. Und da kommt natürlich dann immer noch der zweite Punkt dazu, wenn ihr natürlich einen geografischen Bezug zu solchen Gegenden oder zu solchen Städten habt, habt ihr natürlich immer noch das sogenannte Vorteil, dass ihr Marktkenner seid und natürlich nicht als Investor von außen kommt, um gegebenenfalls ausschließlich aus einer Zahlenlage zu agieren. Und dadurch möchte ich euch auf jeden Fall ermuntern. Jedenfalls, wie gesagt, ich ärgere mich gerade, werde auf jeden Fall Magdeburg nochmal auf meine Prüfliste setzen, um zu prüfen, ob da vielleicht durchaus doch nochmal gute Chancen für einen Investment-Einstieg sich anbieten. Aber zumindest aus der Thematik wie vor 2 Jahren, dass ich es erstmal ausgeschlossen hatte, weil ich selber Angst hatte, dass das als eine CD-Lage durchaus ungeeignet sein könnte für mein Portfolio, tue ich mich mit heute auf jeden Fall erstmal verabschieden. Und ich möchte euch auch dazu ermuntern, auf jeden Fall solche Themen zu prüfen. Überall leben Menschen, überall leben seit Jahrhunderten, schrägstrich seit Jahrtausenden Menschen. Es gibt einen Grund, warum die sich angesiedelt und geballt haben in Städten oder in irgendwelchen Gemeinden. Und unabhängig, dass es demografische Einschläge geben wird, wird es trotzdem so sein, dass es Menschen gibt, die in solchen Regionen wohnen bleiben, weil es ihnen einfach dort gefällt, weil sie familiäre Bindungen haben in der Form. Und daher gibt es sehr, sehr viele Gründe, solche Themen nicht auszuklammern, sondern trotzdem da zu versuchen, sein eigenes Business und seine eigenen Investments darüber zu gestalten. Okay, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für euch, dass eure Anmerkungen und Wünsche in den Kommentaren. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal. Euer René von Immobilien leicht gemacht.